Willkommen zurück bei der Stoic Challenge, Dark Souls 3, Philosophie im Dunkeln. Ich habe jetzt, weil mir recht neugierig war und ein bisschen üben wollte, bin ich hier schon mal in die Untended Graves gegangen, das Areal, das hinter dem König, dem Consumed King liegt. Und weil ich einen Ember drauf habe, habe ich gerade eine Invasion abbekommen. Und es stellt sich raus, mit einer Invasion kommt man hier nicht mehr so einfach raus. Es gibt eine Möglichkeit, glaube ich, eine Invasionsfigur abzuwehren mit einem Item. Aber ich weiß nicht, ob die dann wiederkommt. Deswegen habe ich jetzt mal die Aufnahme gestartet. Das ist jetzt ein bisschen schade. Hier waren ein paar Gegner, hier waren Hunde, hier waren verschiedene Gegner. Und ich habe auch schon die Erkenntnis leider gehabt. Das wäre auch lustiger gewesen, die in der auf der Kamera zu haben. Also ich gehe nochmal zurück hier. Da sind wir runtergefallen. Da ist auch das Bonfire. Das kann ich jetzt aber, wie gesagt, nicht benutzen, weil gerade eine Invasion im Gang ist. Kriemhild ist eingefallen in dieser Welt. Und ich habe mir schon gerade gedacht, als ich hier rauskam und dann diese Schale da gesehen habe, das kommt mir bekannt vor. Konnte es aber nicht einordnen. Und habe dann verschiedene Gegner, die hier rumspukten, platt gemacht. Hier liegen auch noch Items, weil ich so tun wollte, als wäre das nicht passiert. Das ist jetzt durch Kriemhild verhindert worden. Und dann habe ich aber hier entdeckt am Boden, hier steht Tough Enemy Ahead. Und wenn ich hier lang gehe, dann kriege ich ein ganz starkes Déjà-vu. Hier wird es tief im Wasser, dann geht man um diese Kurve. Und das ist unverwechselbar. Das ist das Anfangsareal des Spiels. Da war die Crystal Lizard. Da wird jetzt wahrscheinlich auch wieder eine Crystal Lizard sein. Vermutlich stärker als die ursprüngliche, weil alle anderen Gegner, die ich bislang getroffen habe, waren auch stärker als beim ersten Durchgang. Das ist also dasselbe Areal, wie das, durch das wir am Anfang gegangen sind. Nur ist es hier stockfinster. Es gibt keine Sonne, es ist dunkel. Age of Dark. Hier gibt es kein Feuer. Das heißt aber auch, wenn wir hier lang gehen, kommen wir auf die Arena von Judex Gandia zu. Praise the Dark. Ja, hier ist es stockfinstere Nacht. Da ist auch kein Licht durchdringt mich. Da ist Kriemhild. Okay. Nicht so gut. Sie kommt auch nicht. Ich weiß schon, dass ich einen großen Hammer trage. Und sie hat einen Homing Zauberspruch. Das ist natürlich... Mal sehen, ob wir das überleben. Fuck! Okay, Kriemhild kann parieren. Ist nicht so gut. Wenn sie jetzt noch einen Zauberspruch schickt, bin ich tot. Macht sie aber nicht. Hat sie sich jetzt komplett geheilt? Nee, gut. Uff. So, dann habe ich meinen Fehler jetzt wieder rückgängig gemacht. Ja. Okay. Kein Item, nix. Okay. Gut. Oder nicht so gut. Ja, das ist exakt wie das Anfangsareal, nur eben ohne Licht. Das muss eigentlich bedeuten, dass hier gleich auch das Item liegt diesmal nicht auf dem Sarkophag, sondern daneben. Hm? Oh. Hello, Sir. Hm.
Jetzt habe ich nur noch drei Estus übrig. Das ist für einen Bossfight. Ah. Falls denn hier ein Bossfight bevorsteht, aber es spricht alles dafür. Hörst du auf? Unlauterer Wettbewerb. Das darf doch nur ich. Oh. Aus irgendeinem Grund hat mir das jetzt eine Estus-Füllung gegeben, aber vier ist immer noch nicht genug. Zumal ich ja jetzt eigentlich nur eine brauche, damit ich da mit voller Health reinkomme. Ja, okay. Gandir ist wieder da. Und wird wahrscheinlich schwieriger sein als beim ersten Mal. Och, aber das war ganz gut. Dann vielleicht doch versuchen. Vier Estus. Aber wir sind jetzt zu zweit. Was machst du denn, Schwertmeister? Okay, na komm mal. Gehen wir mal gucken, was uns hier erwartet. Hä? Kannst du hier nicht rein? Du bist mir eine schöne Hilfe. Dann weiß ich jetzt aber auch nicht, ob das eine gute Idee ist. Kommt der dann gleich rein, wenn es hier losgeht? Nämlich jetzt? Ja, okay. Au. Schwertmeister, machst du auch mal was? Große Hilfe. Ärgerlich, weil die ja wahrscheinlich alle respawnen. Ich warte mal mit dem Ember, bis ich da bin. Nicht, dass die auch noch die Invasion wiederkommt. Und hier waren ein paar unerfreuliche Gegner dabei. Jetzt soll ich einfach durchrennen. Ja, vielleicht ist das aber auch keine gute Idee. Ja, jetzt bin ich committed. Kommst du mit oder bleibst du irgendwann zurück? Bislang klingt so, als käme er mit. Ist nicht so gut. Schlimmer ausgehen können. Vor allem waren das auch zwei von denen mit diesen Twin Blades. Und einen haben wir tatsächlich vermieden jetzt durch das schnelle Durchrennen. Der hat uns nicht mitbekommen. Und damit habe ich jetzt
Was ist denn jetzt wieder mit der Kamera los? Hallo? Eieiei. Sind doch beide mitgekommen. Sehr schade. So, das war's jetzt aber. Ember Time. So, Schwertmeister, diesmal kümmere dich mal um den Gegner und steh nicht nur blöd in der Gegend rum, während ich erschlagen werde. Also, wir merken uns, der hat tierisch Reichweite. Abstand halten. Schwertmeister, hallo. Oh je. Framerate Issues. Was ist das? Also. Okay. We are having technical difficulties at the moment, mal wieder. Ich habe gar keine Gelegenheit, irgendwas zu machen. Das ist doch nicht wahr! Also da hast du ja nicht ohne Grund Champion wahrscheinlich. This is not fun. Also, naja, fun in beschränktem Maße schon, aber es ist... Der hat so Reichweite und ist so schnell. Und ich bin so langsam mit diesem riesigen Schwert, dass ich nicht ganz sicher bin, ob das... die richtige Kampfaufstellung ist. Und ich habe, als der den Sword mit dem Swordmaster beschäftigt war, habe ich keinen einzigen Treffer, glaube ich, angebracht. Ist alles durch ihn durchgegangen, wahrscheinlich weil er gerade in seinen Angriffsanimationen festgesteckt ist. Das ist... Ich weiß nicht, was daraus folgt, weil es sieht so aus, als würde der Swordmaster nichts bringen, außer ein bisschen Ablenkung am Anfang. Aber wenn ich die nicht ummünzen kann in Angriffsmöglichkeiten, dann ist die auch sinnlos. Und alleine sehe ich aber auch nicht, wie das gehen soll, weil vielleicht muss ich die Waffe wechseln.
La la la. Ist natürlich auch schon wieder gar nicht so ganz wenig Seelen. Wie viel sind denn hier? Das ist ein bisschen irreführend, weil das aussieht wie der Anfangsbereich. Dann denke ich irgendwie, da kann mir nicht viel passieren, aber das ist ein Irrtum. Okay. Komm. Mal probieren wir das noch so. Vielleicht ist das ja auch ein bisschen Glückssache. Ob der Schwertmeister ihn vernünftig ablenkt oder nicht. Also, was nicht passieren darf, ist, dass er sich auf mich konzentriert oder auf den Schwertmeister. Beides scheiße. Ich habe jetzt verstanden, wie ich ihn davon abhalte, sich auf mich zu konzentrieren. Hinter den Schwertmeister zurückrennen, aber andersrum. Nicht ganz so klar. Was gibt's da nicht? Ich treffe den nicht. Ich war sogar locked on. Shit. Unerfreulicher Angriff. Meine Seelen gar nicht aufgesammelt. Könnte klappen. Ruhig bleiben. Yes! Uff! Okay. Eieiei. Ein neues Bonfire. Irgendwelche Items noch? Ne. It don't look like it. Dann gucken wir mal, wie Firelink Shrine in dieser merkwürdigen Parallelwelt aussieht. Es ist jetzt auch, Dark Souls spielt ja so ein bisschen auch mit dem Zeitverlauf. Ist jetzt unklar, ob das eine Parallelwelt ist oder eine Vergangenheit oder Zukunft. Ist natürlich, dass Judex Gandir in dieser Welt ein Champion Gandir ist. Ich weiß nicht, ob uns das was sagt. Schön dunkel. Gibt es noch diesen unteren Weg? Okay, hier ist aber niemand mehr. Vielleicht haben wir die Feindseligkeiten jetzt mit Champion Gandia hinter uns. Ne. Was bist du denn? Eieiei. Shit. Thank you.
Gauntlets. Ein bisschen mehr erhofft von dem Black Knight. Ah, ist noch einer. Vielleicht kann man die hier ja farmen für ihre Waffen. Der hat einen Black Knight Greatsword. Gimme. Whoops. Gib es her! Mist. Dann halt nicht. So, jetzt kann ich natürlich noch den Außenbereich hier absuchen. Gucken, da geht's nicht durch. Hier müsste es rumgehen. Da oben ist ein Item, auf jeden Fall. Noch einer. Jetzt gehen wir langsam die Estusflaschen hier aus. Wieder nix. 97.000 Seelen. Better not die here. Ich hoffe mal, dass da drin ein Bonfire ist. Das würde sich ja anbieten. Chaos Blade. You don't say. Okay, das scheint hier gar nicht begehbar zu sein. Vielleicht. Wir werden sehen. Und gucken, wie es da drinnen aussieht. Oh ne, halt. Jetzt in der Hoffnung, dass da ein Bonfire ist, gehe ich tatsächlich erstmal rein. Ist diese Dunkelheit da? Hilft nicht gerade beim Orientieren. Mist, kein Bonfire. Cold Sword Fragment. Das spricht jetzt für Zukunft. Wenn hier. Du bist noch da. A lost lamb wandereth him, with nary a peep from the bell. A lost lamb? Well, thou shouldst my purpose know. What can this... Puh, true. Verkauf mir nochmal zwei Ember. I would like my Estus filled. Aber mich fragt keiner. Okay, der ist auch weg. Seltsam. Das Ganze. Noch ein Black Knight. Draußen irgendwo. Vielleicht. Ist nix. Also die Idee und die Durchführung finde ich sehr schön. Und wie immer in diesem Spiel ist ein bisschen unklar, was es soll. Also abgesehen davon, dass so ein Verloren in der Zeit Eindruck hier entsteht. Sieht alles genauso aus wie bei uns. Ist Ludleth hier? Sieht nicht so aus. True. Mal gucken, ob wir in den Turm dürfen.
nicht so aus. Nee. Dann ist das hier mit Items. Ach komm, gehen wir einmal rum. Nischt. Nischt, 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 nischt. Oh. Grüß Gott. Habe ich dich von unten gehört? Oder gibt es noch einen? Pray tell. Hornet Ring. Gut. Es scheint so, als hätten wir wieder ein Ende abgeknotet. Hier geht es ja eh nicht zurück. Da muss ich zurück zu Champion Gandias Bonfire, wenn ich hier raus will. Okay. Das ging einigermaßen zügig und reibungslos. Untended Graves beendet. Champion Gandia besiegt. Weiter geht es in Lothric Castle. Und dann haben wir ja auch noch die neue Gesture, die uns irgendwo hinbringt, was mit Drachen zu tun haben wird. Wahrscheinlich auf diesem Gipfel. Ich habe auch schon Leuten hören, dass der Arch Dragon Peak heißt. Das dann beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Das war's für heute. Tschüss.